Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Let's Play von Democracy 3. Die stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Oh. Ein. Medienkritik. Oh, bitte? Nee, sprich bitte, entschuldige. Eine der populärsten Zeitungen des Landes hat eine Kampagne gestartet, in der sie deine bisherige Politik streng kritisiert. Das wird ohne Zweifel eine negative Auswirkung auf deine Zustimmungsrate unter den Lesern der Zeitung haben. Politische Insider glauben, dass verstimmte kapitalistische Pressezaren hinter dieser Kritik stecken. Ah. Ja. Puh. Stört dich das? Nö. Armut und Kriminalität sind runtergegangen, BIP ist rauf, Gesundheit rauf, Arbeitslosenzahlen runter. Sehr gut. Klingt super, ne? Gucken wir mal an, was das organisierte Verbrechen ist weiter, ist ein bisschen niedriger, aber gibt's noch? Mhm. Kostet uns ein bisschen was? Gar nicht so viel, hätte ich jetzt gedacht, wäre mehr. Asthma-Epidemie. War am Runtergehen, ist jetzt ganz klein wenig wieder gestiegen. Leider. Fettleibigkeit. Das geht nach unten. Junkfood-Steuer wird mit der Zeit immer mehr greifen. Das heißt, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis es weg ist. Das ist schön. Umwelt. Auch wieder ein bisschen hochgegangen. Das ist doof. Und wettbewerbsunfähige Wirtschaft ist weiterhin ein bisschen am Runtergehen, aber nicht sehr doll. Also, der Trend wird wieder flacher. Wir haben wieder einen Überschuss von 10 Milliarden. Und den würde ich jetzt unglaublich gerne in die Industrie und Wirtschaft. Und okay. Das im Idealfall irgendwie nachhaltig. Irgendwie Technologieförderung, Gründerförderung, irgendwas Nachhaltiges oder diese technischen Hochschulen fand ich auch spannend. Technische Hochschulen. Gehen wir da nochmal zu den, also war das hier? Ja. Technische Colleges. Ja. Ist anscheinend nicht sehr beliebt, aber ja, da würde ich jetzt mal sagen, 10 haben wir. Ja. Mal gucken, worauf sich das auswirkt. Ja. Bildung und Technologie gehen rauf. Beides erhöht die Produktion. Zwar nicht sofort, aber öffentliche Bedienstete und die Anzahl der öffentlichen Bediensteten steigt. Sozialisten und Gleichberechtigung gehen zurück. Warum geht die Gleichberechtigung zurück? Kann es mit dem Bildungszugang sein, dass nur bestimmte Leute da Zugang haben zu diesen Hochschulen? Weiß ich nicht. Könnte also Gleichberechtigung könnte auch sein, dass halt gerade nur technische Berufe einen Boost bekommen. Halt keine sozialen, keine. So würde ich das verstehen, dass dadurch Gleichberechtigung auch runtergeht. Wenn du deinen Fokus auf Technik legst, dann leiden soziale Berufe. Ja. Wir haben ja auch den ganzen Bereich Kunst und Kultur noch gar nicht abgedeckt. Das stimmt. Haben wir nicht. Also Bildung und Technologie gehen hoch. Da würde ich jetzt aber dann, weil das. Also Gleichberechtigung, wir sind ziemlich gut in Gleichberechtigung. Wir können uns da einen kleinen Knick leisten, hätte ich jetzt gesagt. Ja, die Frage ist, ob es so viel sein soll. Das ist ein bisschen... Also Bildung und Technologie steigt deutlich härter als Gleichberechtigung. Ich würde tatsächlich so auf 1,6 gehen. Dann kriegen wir 3,3%. Aber Technologie steigt um 12 und das um 11. Zwar erst nach einer Zeit, aber... Okay. Du hast ja gesagt. So, ja. Kultur. Wir haben hier auf jeden Fall Kultursubventionen. Oh. Anheben und senken ist gar nicht so teuer. Liberale finden das gut.
guck mal, wie wenig Geld wir bisher dafür ausgeben. Ja, das ist wenig, ne? Oh, ja. Das heißt, wir können es mal anheben. Auf 1,5. Tourismus steigt, was eine Einnahmequelle ist. Ja. Auslandsbeziehungen, Liberale, aber vor allem, naja, Bildung geht um 2% hoch. Und Liberalismus wird attraktiver, das heißt, da kommen mehr Menschen hin. Das passt ja auch gut zu den Leuten, die uns wählen. Ja, dann machen wir das mal. Was haben wir noch? Universitätsstipendien. Ist auch gut. Stipendien für alle sind wir schon. Noch einen höher ist großzügige Stipendien für alle. Ja, witzigerweise macht das jetzt auch schon keinen Unterschied mehr, ob 7,7 Milliarden oder 8,8. Ja, vor allem ist es hier, die Zuwächse sind gar nicht so krass. Ja. Dann würde ich das nämlich gar nicht machen wollen, weil das kostet uns nur Kapital, was wir wahrscheinlich woanders besser anlegen könnten. Hier haben wir Abtreibungsgesetz. Viele Sachen uns noch nicht angeguckt. Beschränkte. Ach, das ist auch. Oh Gott, das ist ja wieder so eine Identitäts- oder Ideologiefrage. Ja. Die kostet und wir haben nicht. Gar nicht genug. Und wir haben gar nicht genug. Und wir haben gar nicht genug politisches Kapital, um daran irgendwas zu drehen. Aber ist auch spannend. Also ich meine, wenn unsere Zustimmungswerte wirklich, wirklich schlimm wären, dann müssten wir uns wahrscheinlich um solche Sachen Gedanken machen, aber tatsächlich zurückgängig machen. Aber tatsächlich haben wir ja super gute Umfragewerte. Ja, wir sind leicht runtergegangen, aber sehr, sehr gute Umfragewerte. Das heißt, wir müssen diese Sachen, die die Umfragewerte betreffen, und wir haben auch noch keine Extremisten, so wie sie das sind. Business First findet uns ein bisschen doof und die Menschenrechtsgesellschaft. Also das Business First kann ich mir noch erklären, weil wir jetzt ein paar Sachen gemacht haben, die jetzt Kapitalismus verursacht haben. Die Menschenrechtsgesellschaft, da weiß ich nicht, inwieweit wir da nochmal nachsteuern müssten. Da gab es ja schon dieses Antidiskriminierungsgesetz, glaube ich. Ja. Ich weiß aber nicht, ob wie da unser Stand ist. Da nochmal ran müssen. Weiß ich auch nicht. Aber wir wollten jetzt mal nach Kultur gucken. Wir können jetzt hier auch nochmal. Wo ist das? Also. Wohlfahrt wohl nicht. Öffentlicher Dienst, da war sehr, sehr viel. Hier, Beihilfen für Jugendclubs. Das finde ich auch gut. Also grundsätzlich finde ich Beihilfe zu Jugendclubs gut, weil Jugendclubs super wichtig sind. Na, ansonsten haben wir noch Bildungsgutscheine. Youth Politics Council. Also den demokratischen Nachwuchs heranziehen. Free Parenting. Ja, aber Beihilfen für Jugendclubs wird auch wahrscheinlich die Bildung. Und wir hätten auch noch kostenlose Schulmahlzeiten. Das würde auch noch mal ein bisschen in die Richtung gehen. Mhm. Also vielleicht auch was gegen, wobei Fettleibigkeit nicht mehr unser Problem ist. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg mit der Junkfood-Steuer. Ich würde noch einen Moment warten mit den Sachen, die so teuer werden. Ja. Ich habe jetzt hier unten zum Beispiel dieses Stamp Out Racism Week. Vielleicht wäre das ja auch noch mal was, um diese Menschenrechtsorganisationen wiederum etwas zu entspannen. Kann man machen. Allerdings, ich glaube, vorhin in dem Steuerbereich war noch irgendwas. Also in dem Bereich, wo du vorhin geht, dann doch noch mal. Kannst du noch mal, kannst du noch mal durchklicken? Ich glaube, eins der ersten fand ich gerade noch mal spannend. Außenpolitik? Nee, noch eins weiter. Ah, da, gucke, Einnahmen generieren. Referat für Sozialbetrug. Mhm. Oh, ja, potenzielle Einnahmen, gar nicht so wenig. Und finden auch ganz, dann machen wir das doch mal. Also, Referat für Sozialbetrug, wenn die Regierung eine Menge
Geld für Sozialleistungen ausgibt, ist es wichtig, dass das Geld gezielt verteilt und nicht von Menschen mit zweifelhaften Ansprüchen ausgenutzt wird. Ein eigenes Referat zur Aufdeckung trügerischer Sozialhilfeempfänger holt das entwendete Geld wieder zurück und beschwichtigt die mittleren Einkommensgruppen. Oh, um die hast du dir auch Sorgen gemacht. Dass ihre Steuern umsichtig verwendet werden. Andererseits können legitime Sozialhilfeempfänger dadurch auch verärgert werden. Ja, weil es super ist. Also ich meine, das kann halt schon fast wie ein Generalverdacht wirken. Und da braucht man wiederum in der Umsetzung und im Prozess einen guten Plan. Okay, tatsächlich ist das, wir generieren Einnahmen und das sind nur Zustimmungswerte, die beeinflusst werden, was ich auch spannend finde. Definitiv. Und das, was ich auch interessant finde, sind die Einnahmen im Verhältnis zu den Kosten. Ja. Da weiß ich nicht, wenn wir noch ein bisschen drehen können an der Höhe. Wenn ich mal auf 500. Na komm, das ist doch fast. Das ist doch super. So. Das können wir uns auch leisten. Konservative und mittlere Einkommen. Zustimmung ist gar nicht schlecht. Mal zur Abwechslung. Und wir nehmen 1,4 Milliarden mehr ein. Genau. Zack. Und dann könnten wir überlegen, ob wir so Sachen wie diese kostenlose Schulspeisung jetzt darüber gegenfinanzieren, weil wir gerade die Armen, glaube ich, etwas verärgert haben, was ich nachvollziehen kann. Ja, wo hier arm, aber bei den Armen müssen wir uns quasi keine Sorgen machen. Die sind auf... Die mögen uns. Die mögen uns sehr, guck mal. Ach, stimmt. Dann haben wir aber ich fände das auch richtig, das, was du sagst. Also auf dem gleichen Argument, was du vorhin auch gesagt hast, das kann auch unserem Bildungsindex auch noch helfen. Genau, dann machen wir das trotzdem mit den Schulessen, finde ich gut. Wo war das? Das war unter kostenlose Schulmahlzeiten können wir uns jetzt nicht mehr leisten, aber nicht mehr genug. Behalten wir es im Hinterkopf. Ja. Gucken wir nochmal bei... Oh, gucke, treibstoffeffizient finde ich gut. Treibstoffeffizienzstandards. Gar nicht so teuer. Mhm. Okay, dann, wir müssen auch an die Umwelt denken. Genau, und was steht da? Wir senken langfristig die Kosten des Autofahrens. Endlich haben wir die Autofahrer glücklich gemacht. Oh, krass. Ölbedarf geht zurück. Yay. Langsam. Wir haben auch den Ölbohrungen nicht zugestimmt. Kapitalist findet es mal wieder nicht gut. CO2-Emissionen gehen zurück. Oh Mann. Aber da können wir fast volle Möhre geben. Genau. Also da müssen wir nicht auf die Kosten gucken. Ja. Ja. Zack. Ja. Haben wir noch einen Punkt, damit können wir nichts mehr machen. Ja. Okay. Ich glaube, bei den Kapitalisten wird es halt spannend, wenn wir da nochmal drauf gucken, weil die vermutlich in der Spiellogik auch diejenigen sind, die sich mehr oder weniger direkt auf unser Bruttoinlandsprodukt auswirken. Also wenn die sich bei uns nicht wohlfühlen, dann gehen die in ein anderes Land. Ja, aber tatsächlich sind sehr, sehr wenig Menschen, ne? Also hier sieht man, wenn man da genau hinguckt, auch überall so einen grauen Balken. Tatsächlich sind auch Kapitalisten relativ wenige. Das stimmt, aber wenn wir davon ausgehen, dass... Ja, okay. Mach den Punkt nicht falsch, den du gemacht hast. Das stimmt. Ja, okay. Nächste Runde und dann kümmern wir uns mal um die Kapitalisten. Oh, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Filibusterei. Das ganz offensichtlich politisches Stehvermögen. Du sitzt jetzt schon so lange am Schreibtisch, dass es fast schon an der Zeit ist, mit der Arbeit für den nächsten Tag anzufangen. Aha. Okay. Weil wir 2 Stunden am Stück spielen. Ich weiß auch nicht. Wir sind jetzt 2 Stunden schon am Streamen. Wahnsinn. Hat sich noch nicht nach 2 Stunden angefühlt. Ist denn überhaupt noch irgendwer da, der uns zuschaut? Ja, ich schau mal gerade. Hallo? Es sind tatsächlich noch ein paar Leute da. Danke fürs Durchhalten bisher. Ja, das freut uns wirklich sehr, dass ihr noch da seid. Ja, das finde ich auch eine wirklich gute Frage. Wann kümmern wir uns um Wahlgeschenke? Und was sind überhaupt Wahlgeschenke? Das ist ja gleich wieder die nächste Frage.
Das finde ich auch eine spannende Frage. Willst du was? Ob ich dazu was sagen will? Ja, bitte. Oder sag mal was dazu. Also mir fällt es ehrlich gesagt schwer, den Begriff Wahlgeschenke so zu benutzen, weil auf der einen Seite ist es ja nicht mehr als das Zufriedenmachen der eigenen Wählerbasis. Dafür, Leute werden ja gewählt, damit sie das umsetzen, was die Wählerinnen und Wähler wollen. Also irgendwie, das ist ja der Sinn der Sache. Man muss halt aufpassen, dass es dann nicht wild wie so ein nicht durchdachter politischer Vorschlag, der nur für einzelne Gruppen ist. Dann könnte es wirken wie so ein Wahlgeschenk. Aber grundsätzlich ist es eigentlich wie bei jedem Selbstständigen, man macht das, um, naja, das nächste Mal wieder dran sein zu dürfen. Ja. Insofern sollte man es auch schon versuchen, sich nicht nur auf eine Wählergruppe einzuschießen oder auf so einzelne, sondern sehr breit das aufzubauen, um Minderheiten auf der einen Seite zu schützen, aber grundsätzlich andere politische Einstellungen, andere Entscheidungswege anzuerkennen und vielleicht noch ab und zu mal die auch umzusetzen und nicht nur den eigenen ideologischen Weg zu folgen. Das ist auch, das ist tatsächlich auch irgendwie eine spannende Frage, also mit den Wahlgeschenken, weil das hat so eine negative Konnotation. Aber das, was du sagtest, ist jetzt erstmal, naja, Moral und Ethik ist halt schwer vermientes Feld, würde ich sagen, ne? Puh, also, ja, Moral und Ethik finde ich, also ich finde es grundsätzlich gut, wenn es so einen moralischen Grundkompass gibt. Und wenn ich den auch merke bei Menschen, die in Politik sind. Aber das kann man noch anders sehen. Ja. Ja, Herr Öni sagt auch gerade noch, bei den bisherigen Politik hier im Spiel und den Zustimmungswerten scheint man aktuell auch keine Wahlgeschenke zu benötigen. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, für die Zukunft werden wir vielleicht mal die Schwierigkeit ein bisschen hochsetzen. Und ich habe mich ja auch schon ein bisschen vorbereitet. Also es gibt nicht nur Democracy 3, sondern es gibt auch eine andere Erweiterung, nämlich Democracy 3 Africa, wo man dann mit verschiedenen autokratischen, technokratischen Systemen handhaben muss und wo es dann halt auch einfach sehr viel schneller zu einem Attentat kommt. Das können wir auch mal antesten. Vielleicht heute Abend nicht mehr, sondern ich würde jetzt gerne noch ein bisschen hier Frankreich weiterspielen. Tatsächlich. Man könnte übrigens zu Frankreich auch nochmal die Gegenprobe machen, weil wir versuchen ja jetzt gerade schon, den Wählerinnen und Wählern keine Wahlgeschenke zu machen, aber politische Entscheidungen zu treffen, die irgendwie alle gut finden. Also wir versuchen niemanden groß zu verärgern. Ja. Was interessant wäre, wäre der Versuch, es komplett umzudrehen. Also immer nur eine Klientelpolitik zu machen. Das können wir mal machen, ja. Finde ich auch spannend. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht trotzdem erstmal so das gute Gefühl eines gewonnenen Spieles geben wollen. Ja, mal gucken, wir sind noch sehr weit davon entfernt. Unsere Bonität wurde erstmal hochgestuft. Yay. Kapitalisten, kleiner Push und BIP auch. Das kennen wir schon, wir sind wieder bei Bonität von Doppel-A. Ja, Mensch. Dann gucken wir mal unsere Probleme an. Organisiertes Verbrechen hat quasi an dem, wo wir beim Geheimdienst was geschraubt haben, ist es ein Stück runtergegangen, aber nie wirklich weiter. Aber es kostet uns auch nicht viel. Also ich sehe da jetzt nicht dringenden Handlungsbedarf. Ich glaube, die Opportunitätskosten werden beim Geheimdienst auch zu hoch, weil viel zu viele Leute den Geheimdienst nicht mögen. Und wir müssten ihn jetzt ganz schön aufstocken. Ja. Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir ihn so weit ausstecken können. Außer die Kapitalisten, ja. schreibt Herr Öni, ja. Asthma-Epidemie geht wieder ein Stück hoch. Das heißt, wir müssen was an der Fahrzeugnutzung tun, definitiv. Ja. Behalten wir mal im Hinterkopf. Hier ist der Trend weiterhin runter und die Junkfood-Steuer braucht lange, um umgesetzt zu werden. Das heißt, Fettleibigkeit sind wir safe. Tja, Umweltverschmutzung geht wieder hoch. Ein weiterer Grund dafür, dass wir... Ja, das Bruttoinlandsprodukt steigt.
Produktivität steigt, Umweltverschmutzung steigt. Ja, dann müssen wir irgendwie gucken, mal auf die Fabriken schauen. Vielleicht kriegt man die Umwelt schon dahin. Genau, das heißt also, und Fahrzeugnutzung betrifft auch die Asthma-Epidemie. Auch klar, und weil mehr Industrie, mehr Bewegung in der Gesellschaft, Leute fahren von A nach B und damit So, wettbewerbsunfähige Wirtschaft ist ein bisschen runtergegangen und stagniert jetzt. Okay, aber wir haben jetzt gerade schon Asthma-Epidemie und Umwelt. Okay, wir könnten jetzt mal, was haben wir hier alles Schönes? Limited Automatic Trading ist was? Ah, automatische Börsenmarkt-Dingens. Das ist... Doch dafür, wie heißt das denn auf Deutsch? Es gibt dafür doch irgendeinen Begriff. Ja, automatischer Handel oder computergestützter Handel heißt das, glaube ich. Ich versuche das rauszufinden. Hochfrequenzhandel, ja, schreibt Herr Öni. Ja, genau so heißt es. Ja, da sind wir dann auch eher, dass wir Zustimmungswerte machen und wir, okay, wir drehen ein klein wenig was am BIP. Freiberuf, was ändert sich denn, wenn wir das... Also es hilft uns jetzt nicht wirklich, oder? Wenn wir keine Limits setzen würden, dann würde... Wir würden dem BIP einen Boost um 1% verschaffen. Und die Kapitalisten würden uns mehr mögen. Ich habe keine Meinung, das muss ich sagen. Okay, ich setze mal zurück, fassen wir es nicht an. Dann gehen wir doch mal... Hier haben wir was. Schadstoffbekämpfung. Ja. Sehr gut. Mal gucken, wie wenig wir dafür ausgeben. Ja, total wenig. CO2-Emissionen, BIP wird dadurch... Und Kapitalisten finden das doof, wenn wir hochgehen... Auch, ja. Ja, wir müssen ja nicht gleich die schweren Geldstrafen rausholen. Beschränkungen? Ja, Beschränkungen. Und also wir sorgen dafür, BIP minus 3,95. In einem Jahr. Aber CO2-Emissionen einfach mal um 5% mehr reduziert. Naja, der Umweltindex wird positiv beeinflusst. Oh, die Umwelt, ja. Und das hat sich doch auch so negativ schlussendlich auf die Produktivität ausgewirkt, wenn ich mich recht erinnere. Das stimmt. Dann setzen wir das doch mal um. Und das ist auch, anheben ist auch wirklich nicht wild. Ist auch nicht teuer. Genau, und dann würde ich doch mal sagen, wir gucken mal, da habe ich doch nämlich auch was gesehen, Wirtschaft, Subventionen für saubere Energien. Sehr gut. Können wir auch, ist natürlich Implementierungszeit 8 Quartale. Ökolandbausubventionen. Recycling? Oh, da, ja. Auch 5, ja, ist auf jeden Fall schneller. Mülldeponien, also befürwortet von Recycling, sagen, dass das Ablagern von Müll auf Mülldeponien keine langfristige Lösung ist. Ja, ich glaube, jeder weiß, was Recycling bedeutet. Kostet uns was, aber sollte der Umwelt helfen. Ja, und wir haben ja selber in der Hand, wie viel es uns kostet. Genau. Ansonsten habe ich hier noch gesehen, also behalten wir mal Eco-Home Regulations, also dass bestimmte für Mietshäuser und für normale Häuser, dass es bestimmte Vorschriften gibt, wie umweltfreundlich die sind. Sowohl, also während des Baus schon. Wäre auch eine Sache. Auch 4 Quartale. Aber Recycling ist wahrscheinlich besser, würde ich sagen.
Also ich, ja, für den Anfang zumindest. Ja, gucken wir mal. Umweltschützerin, die Umwelt und Anzahl, also Menschen, die Mitglieder bei Umweltschützern sind, steigt. Aber die Umwelt geht nach oben. Das ist super und wir können das einstellen. Wir hatten einen Überschuss, ne? Ich sag mal jetzt mal, wenn wir auf 1 Milliarde gehen, Umwelt 3,4 dazu. Mhm. Oder würdest du sagen noch mehr oder weniger? Weil wir pinkeln hier mit niemandem ans Bein anscheinend. Ja, wir haben ja auch, also wir sind sowieso beliebt und ich glaube, wir haben ein relativ gutes Standing bei den Umweltschützern. Ja. Ich finde das gut so lassen. Okay. So, wir haben noch 8 Punkte. Ja, gucken wir nochmal bei anderen Sachen. Wir hatten doch vorhin irgendwas mit Tourismus. Das wäre doch hier gar nicht so schlecht. Tourismus? Kampagne. Wir haben schon irgendwas gemacht, wo der Tourismus gestärkt worden ist. Als einer unserer Wirtschaftszweige. Ja. Haben wir das nicht gemacht? Genau, das haben wir gemacht und hier ist sozusagen noch der Vorschlag dazu, was man da noch tun könnte, um den Tourismus zu stärken. Ja, also genau, Tourismus-Werbekampagne. Dauert auch nicht lange. Kostet auch nicht viel. Das stimmt. Damit werden wir auch unsere Auslandsbeziehungen fördern, würde ich mal sagen. Dann machen wir das doch mal. Tourismus und Auslandsbeziehungen. Okay. Ne, man kann schon ein wenig was hinein. Wie viel wollen wir für ausgeben? Ich würde jetzt mal sagen, so eine 300? Runde Zahl. Genau. Hm. Damit Auslandsbeziehungen steigen um 3, nicht ganz 3 und Tourismus 5,9. Das sollte dem BIP gut tun. Jetzt haben wir noch 6. Also man sieht auch schon irgendwie, ne, kleine Regulierungen, dann werden die Kreise immer mehr. Das ist schon krass. Wir haben einen Überschuss von 27. Wir könnten eigentlich mal was machen, was teuer ist. Genau. Arbeitsschutzgesetze sind gar nicht so teuer. Erstaunlich, ey. Unbedingt. Gerne. Oder Young Entrepreneur Scheme. Das finde ich auch gut. Ich glaube, es gab auch... Und diese also es unterstützt junge Leute dabei, Geschäftsmänner oder Frauen zu werden. Ja. Ja, grundsätzlich finde ich das gut. Und oben sind noch die saubere Energiesubventionen. Ja. Da würden wir die Kapitalisten zumindest rückstellen, die unsere Umweltschutzsachen umsetzen müssen. Okay, dann fange ich an mit dem Young Entrepreneur Scheme. Ist tatsächlich, ja. Es wird wahrscheinlich den Kapitalisten mal wirklich gut schmecken, wahrscheinlich, ne? Ich denke auch. Na, guck. Ja. Sehr Sozialismus gut. Wird weniger, aber langfristig der Jugend gefällt es und dem Kapitalisten gefällt es. Und da würde ich auch mal kommen. Wir tun sonst so wenig für die. Einfach mal volle Möhre. Auch. So, und dann, jetzt haben wir keine mehr. Kein politisches Kapital, also nächste Runde. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!